Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ja, Herr Behrendt, ich weiß nicht, ob ich Ihre Anforderungen jetzt erfülle oder Ihre Erwartungen jetzt übertreffe. In der Tat, es gibt gewisse Konstanten, die sich durch unsere Haltung durchziehen. Und die ist einfach schlicht und ergreifend die, dass Freiheit und Sicherheit zwei Seiten einer Medaille sind und die man nicht voneinander trennen kann. Und dass Sicherheit auch die Voraussetzung dafür ist, dass Menschen in Freiheit leben können. Und ich unterstreiche noch mal ganz deutlich, dass vor allem diese Freiheit im Regelfall nicht durch den Kompetenzvorsprung der Sicherheitsbehörden bedroht ist, sondern im Regelfall durch die Feinde des Rechtsstaates. Das ist und bleibt so, meine Damen und Herren. Und das wird auch im Grundsatz durch diesen Bericht nicht anders. Und ich bleibe auch dabei, dass wir zur Bekämpfung von Straftaten den Behörden entsprechende moderne Fahndungsmethoden auch zur Verfügung stellen müssen. Und dazu gehört auch das Aufspüren von Straftätern mit der stillen SMS, weil wir bei Ermittlungen, Fahndungen und Observation darauf nicht verzichten können, meine Damen und Herren. Deswegen wollen wir das auch grundsätzlich so beibehalten. Sie sehen auch an der Entwicklung der Zahlen, dass dieses Mittel nicht maßlos eingewendet oder eingesetzt wird, sondern sukzessive in den vergangenen Jahren weniger angewendet wurde. Und ich glaube auch, wenn man sich mal anguckt, was man alles machen könnte nach den 100a und dann 100b folgenden der StPO, ist das noch eher ein geringeres Mittel, das dort angewendet wird. Und von daher glaube ich auch, dass wir auch dieses Maß immer bei der Debatte beachten sollten. Jetzt kommen wir mal zu dem Antrag als solchen. Der hat ja einige Aspekte. Im Wesentlichen geht es darum, wir sollen einen Stopp dieser Maßnahme einführen, wenn bestimmte Voraussetzungen nicht gegeben sind. Da kommt zum einen erstmal die Rechtsgrundlage ins Spiel. Da wird behauptet, es gäbe keine Rechtsgrundlage für diese Maßnahmen. In der Tat gibt es in der juristischen Literatur darüber unterschiedliche Meinungen. Die zuständige Bundesregierung ist der Auffassung, dass es eine Rechtsgrundlage gibt. Die ist in den von mir eben schon benannten Paragraphen der Strafprozessordnung zu finden. Und deswegen kann ich mich dieser Meinung nicht anschließen. Wenn, wie gesagt, die Bundesregierung dort eine Rechtsgrundlage hat, dann gibt es auch keinen Handlungsbedarf auf der Landesebene. Und eine weitere zwingende Voraussetzung, die Sie ja vorgesetzt haben, um das weiter einsetzen zu können, ist, dass der Antrag der Staatsanwaltschaft sich ausdrücklich auf den Einsatz der stillen SMS beziehen kann. Ich glaube, auch das ist unpraktikabel, weil zu Beginn des Verfahrens ja nicht immer ganz genau klar sein wird, welche Maßnahmen nach diesen einschlägigen Paragraphen denn tatsächlich ergriffen werden können. Und da in der Tat ist es hier eine Beschränkung, die nur zu einer großen Unflexibilität führen würde und die dann potenziellen Tätern in der Tat nur in die Hände spielen kann. Aber selbstverständlich, und da sind wir uns völlig einig, ist es für die Durchführung und natürlich auch für die Akzeptanz solcher Maßnahmen zwingend notwendig, dass die rechtlichen Rahmenbedingungen eingehalten werden. Ich glaube, darüber sind wir uns hier völlig einig. Und hier hat dieser Bericht Defizite aufgezeigt in der Aktenführung, über die das ja lediglich oder letztendlich nur nachgewiesen kann, dass es hier in der Tat Verbesserungspotenzial gibt und dass hier auch offensichtlich nicht das beachtet wurde, was der Generalstaatsanwalt in seinen Rundschreiben, Anweisungen und was es da ergeben mag, dann auch den entsprechenden nachgeordneten Behörden auf den Weg gegeben hat. Das ist etwas, das dieser Bericht von Frau Smolczyk und ihrer Behörde dankenswerterweise aufgedeckt hat. Und in diesem Bericht finden sich viele Hinweise für die Verbesserung, insbesondere bei der Dokumentation. Diese gilt es jetzt natürlich zu prüfen. Und der Bericht zeigt ja auch einen Handlungsrahmen und auch einen Handlungsbedarf, was völlig in Ordnung ist. Deswegen bedarf es des hier vorgelegten Antrages hingegen nicht. Denn ein genereller Stopp bei der Anwendung dieser stillen SMS ist nicht sinnvoll und schon gar nicht dann, wenn wir dann das mit Bedingungen verknüpfen, die tatsächlich auf der Bundesebene gelöst werden müssten, wenn sie denn tatsächlich gelöst werden müssten oder wenn es eine Lösung bedarf. Von daher können wir es nicht von Dritten abhängig machen in der Frage dieser Anwendung. Und aus diesem Grunde bin ich der Auffassung, dass dieser Antrag weit über das Ziel hinaus schießt und natürlich auch wieder das befördert, was letztendlich auch Ihr grundsätzliche Abneigung gegen jede Form der staatlichen Maßnahmenanwendung darlegt von der Piratenfraktion. Das haben wir ja nun häufiger schon erlebt. Aus diesem Grunde werden wir dieses auch ablehnen. Vielen Dank. Vielen Dank.